Sneha ist wieder glücklich. Das indische Mädchen hat im SOS-Kinderdorf Alwaye Cochin nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch viele Freundinnen gefunden. Moslems, Hindus und Christen leben hier friedlich zusammen. Insgesamt sind es 150 Kinder, deren Eltern gestorben sind oder nicht in der Lage waren, für sie zu sorgen. In diesem indischen SOS-Kinderdorf finden sie neuen Halt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir sind wie eine große Familie. Das SOS-Kinderdorf Alwaye Cochin liegt in Kerala, im Süden Indiens. Seit 4 Jahren leben die 12-jährige Sneha und ihre 2 Jahre ältere Schwester Garima in einem der 15 Familienhäuser. Hier leben bis zu 10 SOS-Geschwister zusammen. Für die beiden Mädchen war es anfangs nicht leicht, sich an ihre neue Familie zu gewöhnen. Vor allem für Sneha war es hart. Nach der Scheidung ihrer Eltern heiratete ihre Mutter ein zweites Mal und gründete eine neue Familie. Ihre Töchter aus erster Ehe wollte sie nicht mehr sehen. Snehas Schwester Garima kam zu einer Tante, während das damals 8-jährige Mädchen bei ihrem Vater bleiben konnte. Doch der war Alkoholiker und mit Snehas Erziehung überfordert. Auch die Tante war nicht in der Lage, die Mädchen längere Zeit zu betreuen. So wurden die beiden Schwestern im SOS-Kinderdorf Alwaye Cochin aufgenommen. Am Anfang war ich sehr unglücklich. Ich konnte es nicht verstehen, dass mich meine Eltern nicht mehr haben wollten. Auch, dass sie mich hier nie besucht haben. Aber jetzt habe ich zum Glück eine neue Familie. Bei meiner Tante hat es mir gar nicht gefallen. Sie war nicht nett zu mir. Hier ist es viel besser. Für mich war es deswegen nicht so schwer, mich in meiner Familie einzuleben, wie für meine Schwester. Die SOS-Mutter Tresiyama nahm die beiden Schwestern liebevoll in ihrer Familie auf. Die 59-Jährige ist eine der ältesten Mütter im SOS-Dorf und hat bereits 21 Kinder großgezogen. Doch das Schicksal von Sneha ging ihr besonders nahe. Amrita weinte wochenlang. Ich tröstete sie immer wieder, doch es nutzte nichts. Es dauerte lange, bis sie Vertrauen zu mir fasste. Doch jetzt fühlt sie sich hier richtig wohl. Vyajan Vipindas leitet das SOS-Kinderdorf von Cochin in Kerala. Der 35-jährige Inder kennt jedes einzelne Schicksal seiner Kinder und kümmert sich wie ein liebevoller Vater um sie. Auch für Sneha war er immer da und gab ihr Halt, wenn sie ihn brauchte. Sie sehnte sich nach ihrem Vater, weil sie ja nach der Trennung der Eltern beim Vater lebte und ihn sehr liebte. Doch der war nicht in der Verfassung, sich um sie zu kümmern. Sie fragte mich am Anfang ständig, wann bringst du mich zurück zu meinem Vater? Aber wenn ich ihn anrief, erklärte er mir, dass er nicht bereit sei, sein Kind bei sich aufzunehmen. Also musste ich sie immer wieder trösten und hoffen, dass sie sich in unserer Gemeinschaft irgendwann einlebt. Doch jetzt ist sie sehr zufrieden und glücklich hier in ihrer SOS-Familie. Heute fühlt sich die 12-jährige Sneha in ihrer christlichen SOS-Familie zu Hause. Vor allem hängt sie an ihrer neuen Mutter, die ihr von Anfang an Geborgenheit und Wärme vermittelte. Tresiyama konnte selber nie Kinder bekommen. Erst als SOS-Mutter fand die 59-Jährige Erfüllung in ihrem Leben. Es geht mir hier wirklich gut. Ich habe viele neue Geschwister und eine liebevolle Mami bekommen, die immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. Dank SOS bekommen alle Kinder aus dem Dorf Alwaye Cochin eine gute Schulausbildung. Viele besuchen sogar ein Gymnasium. Auch die 14-jährige Garima und ihre Schwester Sneha, die heute schon früher Schulschluss hatte. In der Regel geht der Unterricht bis 3:30 Uhr nachmittags. Danach müssen die Schüler noch Hausaufgaben machen. Garima besucht die 9. Klasse und möchte später einmal Kinderkrankenschwester werden. Die 12-jährige Sneha ist erst in der 7. Klasse. Auch sie hat sich hohe Ziele gesetzt. Ich möchte einmal Kinderärztin werden.
Ich mag Kinder sehr gerne und möchte Menschen helfen, denen es schlecht geht. Snehas SOS-Mutter ist überzeugt, dass sie ihr Ziel schaffen wird. Denn nicht alle ihre Kinder sind so ehrgeizig wie die 12-jährige Schülerin. Mit so viel pubertierenden Töchtern ist es nicht immer leicht. Aber Sneha ist sehr fleißig und lernt viel. Sie hat wirklich sehr gute Noten. Snehas größter Traum ist es, später einmal eine eigene Familie zu gründen. Sie möchte 3 Kinder haben, die genauso glücklich aufwachsen sollen wie sie selbst.